Es gibt sicherlich nicht sehr viele zivile Verkehrsflugzeuge, die so legendär sind oder so legendär waren wie die Concorde. Das Flugzeug steht seit mittlerweile knapp 16 Jahren am Boden und es gibt trotzdem auf der ganzen Welt noch unzählige Fans, die sich wünschen, dass das Flugzeug bald endlich mal wieder fliegen kann. Jeder kennt das Flugzeug, jedem kommt diese Maschine in den Sinn, wenn er an das Thema Überschallpassagierfliegerei denkt. Das gesamte Flugzeug ist ohne Zweifel ein höchst beeindruckendes Stück Technik aus den späten 1960er Jahren. Und ein großes Stück Technik von der Concorde, und zwar ein Triebwerk der Concorde, das kann man sich jetzt auch ins Wohnzimmer stellen. Eins gibt es jetzt tatsächlich auf eBay. Und alles, was ihr jetzt über diese kuriose Auktion im Internet wissen müsst, das erfahrt ihr jetzt hier, und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, mal ganz kurz und knapp. Auf der britischen eBay-Internetseite wird zurzeit tatsächlich ein echtes, gebrauchtes British Airways Concorde-Triebwerk verkauft. Ja, und bevor sich jetzt zu viele Leute Hoffnung machen, dieses Triebwerk mit Nachbrenner kostet zurzeit 870.000 Euro. Das ist der Preis, der dran steht. Das ist eine ganze Menge Geld. Und jetzt das nochmal in langsam. Bei dem Triebwerk, das man jetzt auf eBay findet, handelt es sich tatsächlich um ein Rolls-Royce Olympus 593 Mark 610 Triebwerk. Und das ist auch die einzige Baureihe, die je unter den Tragflächen der Concorde hing. Vier Stück hatte eine Concorde davon. Und eingesetzt wurde jetzt speziell dieses Triebwerk, das hier gerade verkauft wird, als Nummer 3. Also als Triebwerk auf der rechten inneren Seite unter der Concorde mit der Registrierung Golf Bravo Foxtrot Kilo Whisky. Aus der Maschine wurde dann später die Golf Bravo Oscar Alpha Golf, und diese Maschine, diese knapp 40 Jahre alte Maschine, die steht jetzt im Museum of Flight in Seattle und ist dort für jeden Besucher zugänglich. Dieses Triebwerk, für das ihr jetzt fast 1 Million Euro auf den Tisch legen müsst, das ist also tatsächlich mal geflogen. Und in den besten Zeiten hat das Ding etwa 140 kN Schub geliefert. Damit war dieses Triebwerk nur unwesentlich stärker als ein heutiges A320 Triebwerk, aber die Concorde hatte eben vier Stück davon und dann ja auch noch mit einem kleinen, aber feinen Feature namens Nachbrenner. Dieses wichtige Bauteil hängt auch tatsächlich immer noch an dem zum Verkauf stehenden Olympus Triebwerk hinten dran, das übrigens dann, wenn ihr es kauft, auch mit diesem hübschen gelben Halter, mit dieser Halterung da ausgeliefert wird. Versandkosten muss man dann aber sicherlich nochmal drüber diskutieren, denn das Ganze wiegt zusammen etwa 5,5 Tonnen. Mit diesem Nachbrenner konnte das Triebwerk nochmal 30 kN mehr Schub produzieren. Also man kam dann auf etwa 170 kN Schub. Und das war dann genug Kraft, also das mal 4 war genug Kraft, um die Concorde die Schallmauer durchbrechen zu lassen und sie dann auf mehr als die zweifache Schallgeschwindigkeit zu beschleunigen. Das funktioniert dann so, dass durch dieses Bauteil in den Abgasstrahl, also in den Abgasstrahl des eigentlichen Triebwerkes, hinter die Turbine des eigentlichen Triebwerkes, da kommt dann nochmal Sprit hinzu, der wird da einfach quasi reingekippt und der wird dort dann wiederum verbrannt. Der Schub ist immer abhängig von der Geschwindigkeit des austretenden Mediums, also in diesem Fall von der Geschwindigkeit des austretenden Gases und der Masse des austretenden Gases. Durch den Nachbrenner erhöht man jetzt an dieser Stelle beides. Die Masse natürlich nur ganz minimal, aber die Geschwindigkeit des austretenden Mediums, die wird hier deutlich erhöht und damit erhöht sich auch der Schub des Triebwerkes. Diese Technik wird normalerweise nur von Militärflugzeugen genutzt, also von Kampfjets beispielsweise. Die nutzen das zum Start oder halt eben auch, um die Schallmauer zu durchbrechen, obwohl die meisten modernen Kampfflugzeuge tatsächlich auch mit ihren Triebwerken so ohne den Nachbrenner genug Kraft erzeugen können, um die Grenze von Mach 1 zu überschreiten. Aber ansonsten nutzt man das dann halt in Momenten, wo man einfach etwas mehr Schub benötigen kann, zum Beispiel in Kampfsituationen. Dabei muss man sich dann natürlich auch damit zufrieden geben, dass man in dem Moment auch wirklich eine ganze Menge mehr Sprit verbraucht, denn das dürfte klar sein, diesen zusätzlichen Schub, den erkauft man sich mit zusätzlichem Sprit. Ganz doof gesagt wird er ja wirklich nur Sprit in den Abgasstrahl des eigentlichen Triebwerkes reingekippt, und das, ja, das klingt einfach schon so, als würde die Effizienz zu wünschen übrig lassen. Heute fliegt, soweit ich weiß, kein einziges Passagierflugzeug auf der ganzen Welt mit einem Nachbrenner durch die Gegend. Und es gibt auch nur noch sehr wenige Passagierflugzeuge, die überhaupt mit Turbojet-Triebwerken unterwegs sind, also mit Triebwerken ohne Nebenstrom. Und das Rolls-Royce Olympus-Triebwerk, so wie es hier jetzt verkauft wird und so wie es unter der Concorde zu finden war, das war ein solches Turbojet-Triebwerk mit Nachbrenner. Dazu im Vergleich wieder das ähnlich starke A320-Triebwerk, ein CFM56-Triebwerk, so wie man es unter den Tragflächen des in Anführungszeichen klassischen A320 findet, ist ein sogenannter
sogenanntes Turbo-Fan-Triebwerk, also ein Triebwerk mit Nebenstrom. Und dort erreicht man ein Nebenstromverhältnis von etwa 6 zu 1. Oder wir schauen uns den A320 Neo an. Da ist man mittlerweile bei 12 zu 1 angekommen, was das Triebwerk sehr effizient macht, was aber auch einen wirklich großen Nachteil mit sich bringt, beziehungsweise wäre das ein wirklich großer Nachteil für die Concorde gewesen. Denn wenn man mal vorne auf das Flugzeug drauf schaut, dann sieht man so ein 320 Neo, der hat schon wirklich richtig große Triebwerke. Und diese Fläche da vorne, die hätte bei der Concorde einfach für so wahnsinnig viel Widerstand gesorgt. Man konnte dort zumindest zu dieser Zeit wirklich nur Turbojet-Triebwerke verbauen. Und deswegen ist das, was ihr da kaufen könnt, das Rolls-Royce Olympus-Triebwerk, deswegen ist das auch so schmal, aber dafür ziemlich lang. Hat bestimmt auch Vorteile. Nein, ihr versteht natürlich, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, ja, es ist ein sicherlich sehr besonderes Triebwerk. Klar, jedes Bauteil der Concorde ist bestimmt etwas wirklich Besonderes. Aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen realistischer und rationaler sieht, dann ist das einfach ein großer Haufen Altmetall für 870.000 Euro. Und das ist echt viel Geld für sowas. Also bei aller Liebe, das Triebwerk läuft nicht. Man kann es wirklich für ziemlich genau nichts gebrauchen. Und zum Anschauen ist es dann doch etwas viel Geld. Man sollte das Triebwerk einfach einem Museum seines Vertrauens überlassen. Und da gehört das dann auch wirklich hin. Oder seht ihr das vielleicht anders? Also, ich weiß ja nicht. In diesem Sinne sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne mal bei den Aero News Germany Klamotten vorbei. Da gibt es unter anderem diesen Pullover hier. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass das Flugzeug, was da drauf ist, auch wirklich nach einem Flugzeug aussieht. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht gefällt es euch ja. Und dann wünsche ich euch allen noch einen entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen und tschüss.